Olivia Monschau wird der fahrlässigen schweren Brandstiftung beschuldigt. Sie soll ihren Geliebten Mario Schönherr ans Bett gefesselt haben und ihn der Gefahr eines sich ausbreitenden Brandes ausgesetzt haben. Findet Richter Alexander Holt heraus, was sich hinter diesem mysteriösen Vorfall verbirgt? Bitte erheben Sie sich. Richter Alexander Holt. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Monschau, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung. Staatsanwalt Lukas vertritt die Anklage, Ihre Verteidigerin ist Frau Rechtsanwältin Lang. Ja. Zunächst mal zu Ihren Personalien, dazu setzen Sie sich bitte in die Mitte. Sie heißen Livia Monschau. 24. Juni 78 in Kerpen geboren. Sie leben jetzt in Bonn. Ja. Sie sind nicht verheiratet? Mm-mm. Von Beruf? Ich bin Dessous-Model. Was verdienen Sie da netto im Monat? Circa 2000 Euro. Das kommt immer ganz auf die Aufträge an. Bisher nicht vorbestraft. Dann bitte ich um Verlesung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am 21. September 2002 gegen 21 Uhr befand sich die Angeklagte gemeinsam mit Mario Schönherr in dessen Wochenendhaus am Saalburger See bei Wollersheim. Dort fesselte die Angeklagte Mario Schönherr mit dessen Einverständnis im Schlafzimmer an das Bett und verband ihm die Augen. Weiter stellte sie eine Vielzahl von Kerzen um das Bett herum auf, einige davon infolge mangelnder Sorgfalt auch in der Nähe des Vorhangs. Dann verließ die Angeklagte das Zimmer. Die von ihr aufgestellten Kerzen entzündeten zunächst den Vorhang. Das Feuer griff dann auf die Deckenverkleidung über. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Mario Schönherr erlitt eine leichte Rauchvergiftung und musste einen Tag stationär behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Angeklagte wird deshalb der fahrlässigen schweren Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1, 229, 230, 306a Absatz 1, Nummer 1, 306d Absatz 1, 52 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, macht jemand da den Angaben zur Sache auch? Ja. Frau Monschau, was sagen Sie zu dem Anklagevorwurf? Ja, es ist eine Unverschämtheit. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ich bin absolut unschuldig. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Waren Sie aber mit dem Herrn Schönherr in diesem Wochenendhaus an diesem Tag? Ja, natürlich. Wir waren auch des Öfteren schon da. Und es war auch alles wieder ganz nett. Also es war auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und dann schildern Sie doch mal, was da war. Ja gut, an dem Tag war es halt so, wir waren gemeinsam im Schlafzimmer. Und ich weiß ja, worauf mein Süßer steht. Ich bin halt hingegangen, hab ihm Fesseln angelegt, hab ihm die Augen verbunden. Hab das Licht ausgemacht und anschließend bin ich rausgegangen. Dann haben Sie Ihr Opfer also allein gelassen. Mhm. Warum denn? Das kann ich Ihnen genau sagen, weil er da absolut drauf abfährt. Allein zu sein? Na ja, für kurze Zeit ist das in Ordnung. Ich lasse ihn dann ein wenig zappeln, das macht ihn total wild. Und dann komme ich wieder zurück. Mhm. Und in dieser Zeit wollte ich nur kurz ins Bootshaus gehen, um dann noch eine Flasche Wein zu holen. Nur leider hat irgendwer hinter mir die Tür verriegelt, sodass ich gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, zurückzukommen. Und? Haben Sie eine Vorstellung, wer Sie da eingesperrt haben könnte? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, dass die Person, die mich da eingesperrt hat, auf jeden Fall auch das Haus in Brand gesteckt hat. Das ist für mich gar keine Frage. Aber Sie werden mir zustimmen, dass Ihre sexuellen Vorlieben ein wenig außergewöhnlich sind, oder? Ja, dann mögen sie halt außergewöhnlich sein. Ist das jetzt ein Problem? Mario, genauso wie ich, wir stehen eben beide auf SM. Und da haben wir überhaupt kein Problem mit. Und das tut jetzt auch gar nichts zur Sache, oder? Gut, danke für den Hinweis. Ja, danke schön. Gern geschehen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte, da waren Sie beim brennenden Haus. Mhm. Wie wollen Sie da hingekommen sein? Sie sind doch eingesperrt worden. Ja. Ist dann jemand gekommen, hat die Tür wieder aufgesperrt? Genau so war es. Ich weiß, das klingt total bescheuert. Ich habe mich auch gewundert. Aber Sie irgendwer... Das Treffen ja eben nicht formulieren können, Frau Monschau, als Sie zum Bootshaus gegangen sind, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Oder haben Sie jemanden bemerkt? Wichtig sind alle Einzelheiten. Also gut. Ja, ja doch. Auf dem Weg zum Bootshaus muss man immer am Nachbarhaus vorbeigehen. Und da sitzt so eine neugierige kleine Nachbarsfrau und schnippelt irgendwie an ihrem Gemüse rum, keine Ahnung. Und da bin ich dran vorbeigekommen und ich habe ihr auch freundlich zugenickt. Und wie immer hat sie mich natürlich ignoriert. Und die hat sie eingesperrt dann, oder was? Fragen Sie mich nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wer es... Kennen ist zu viel gesagt. Ich war ja schon des Öfteren mit dem Mario... in dem Haus und
Wenn wir schon mal davor gestanden haben, kam auch die Nachbarin. Aber sie hat mich noch nie gegrüßt. Sie ist absolut unfreundlich mir gegenüber. Ja, also Leute, die nicht grüßen und unfreundlich sind, die sperren auch junge Frauen ein. Ich weiß doch nicht, wer es war. Gesagt. Wie würden Sie es denn sagen? Sie hatten eine längere Beziehung zu dem Herrn Schönherr? Ja, das lief schon aber ein bisschen länger. Aber jetzt sind Sie nicht mehr zusammen. Nee, natürlich nicht. Jetzt will er nichts mehr von mir wissen, weil er natürlich denkt, ich wäre es. Das Fragen ist ja noch an die Angeklagte? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Keine. Den Herrn Schönherr bitte, wir treten in die Beweisaufnahme ein und Sie nehmen da drüben bitte. Der Zeuge Schönherr bitte. Herr Schönherr, nehmen Sie bitte auch hier vorne Platz. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja. Sehen Sie gleich. Nach einiger Zeit kam sie dann wieder und stellte überall Kerzen auf. Beträufelte mich mit dem heißen Kerzenwachs. Du weißt doch ganz genau, dass ich dir das hier antun würde. Ich liebe dich doch. Ich war in Panik, wenn ich noch an denke, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig gekommen wäre. Kurze Zeit später, dann standen die beiden halbnackig im Schlafzimmerfenster. Dann haben sie Gott sei Dank die Gardinen zugezogen. Selbst im Bett hat man noch nicht mal Ruhe von deiner blöden Schnecke. Ich habe es satt immer mit deinem Flittchengehabe. Guck dir mal das Niveau aus, wo du runtergerutscht bist. Nein, zunächst, Sie heißen Mario Schönherr, Sie sind 33 Jahre alt, verheiratet, leben in Bonn. Ja, sicher. Was machen Sie beruflich? Ich bin Unternehmensberater bei einer großen Firma in Bonn. Und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Sie wissen ja, worum es heute geht, um den Tag, als es in Ihrem Wochenendhaus gebrannt hat. Wie war denn das? Was ist da passiert? Ja, ich war mit der Livia zusammen in meinem schönen Wochenendhaus. Und da hat sie mich im Schlafzimmer ans Bett gefesselt. Kurze Zeit später hat sie dann den Raum verlassen. Nach einiger Zeit kam sie dann wieder und stellte überall Kerzen auf und beträufelte mich mit dem heißen Kerzenwachs. Ich konnte das zwar nicht sehen, aber ich habe das Feuerzeug gehört. Wie lange war die Frau Monschau denn dann weg? Ich schätze so, weiß ich auch nicht genau, weil ich konnte ja nicht auf die Uhr sehen. Mir waren ja die Augen verbunden. Aber ich sag mal so, 10, vielleicht auch 15 Minuten. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Jetzt haben Sie es gerade selbst gesagt, Ihre Augen waren verbunden. Wie, woher sind Sie sich dann eigentlich so sicher, dass es die Angeklagte war? Das möchte ich mal gern wissen. Ich war doch sonst keiner da. Da bin ich mir sicher, das können Sie mir glauben. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, woher nehmen Sie sich diese Sicherheit? Ja, ich finde es ziemlich anmaßend und unverschämt. Ich würde mir gut überlegen, was Sie hier aussagen. Das brauchen Sie nicht bewerten jetzt vor langem. Das kann nicht möglich sein. Also woran haben Sie es festgemacht? Hat sie was gerochen? Hat sie gesprochen irgendwas? Nee, sie hat nicht gesprochen. Mehr eine Schlussfolgerung, oder wie? Ja, eine Schlussfolgerung. Ich gehe davon aus, dass also, Sie sind mit Wachs beträufelt worden. Wie ging es dann weiter? Ja, irgendwann ist sie dann rausgegangen und dann roch der ganze Raum so nach Rauch. Und ich denke, der Vorhang, der muss gebrannt haben. Und es war auf einmal unheimlich heiß in dem Raum. Und ich bekam gar keine Luft mehr. Ich war in Panik. Wenn ich noch an denke, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig gekommen wäre, was da noch passiert wäre. Wie konnte diese Irre nur so dämlich sein und die Kerzen genau unter dem Vorhang stellen? Mario, du weißt doch ganz genau, dass ich dir das nie antun würde. Ich liebe dich doch. Warum sollte ich sowas tun? Ja, ganz klar. Wir hatten noch kurz vorher den Streit und du wolltest mir eins auswischen. Was für ein Streit war das? Ja, kurz vorher, wo sie mich das erste Mal fesselte. Da hat sie eine schöne Vase meiner Frau Franziska umgeschmissen. Und da sagte ich zu Olivia, bitte, pass doch auf. Das ist ein seltenes Sammelstück meiner Frau Franziska. Aber sie flippte aus und machte mir eine Szene. Da ist doch wohl kein Wunder, mein Gott. Selbst im Bett hat man noch nicht mal Ruhe von deiner blöden Schnecke. Die geht mir so auf den Geist. Franziska hin, Franziska her. Meine Güte, trenn dich endlich von der blöden Kuh. Ja, glaubst du etwa, dass ich die Beziehung noch zu dir aufrechterhalte? Nachdem, nee. Soll ich dir noch vertrauen? Verstehst du das endlich mal? Das geht nicht mehr. Herr Schönherr, Sie und Frau Monschau, Sie bevorzugen ja bei gemeinsamen sexuellen Handlungen sadomasochistische Praktiken.
Ist es vorher schon mal vorgekommen, dass Sie viele brennende Kerzen dann dabei aufgestellt haben und dass Sie von ihr mit heißem Wachs beträufelt worden sind? Ja, sicher ist das schon vorgekommen, aber ich habe ihr vertraut. Und bis zu diesem Tag ist sie eigentlich auch nie zu weit gegangen. Ich weiß auch nicht, was mit ihr los war, dass sie genau an diesem Tage... Gibt es noch andere Frauen, mit denen Sie solche Praktiken ausleben? Nein. Ich habe hier noch ein ärztliches Gutachten über Ihre Verletzung. Sie hatten eine leichte Rauchgasvergiftung. Bleibende Schäden nicht zu rechnen. Sie waren 24 Stunden zur Überwachung nur im Krankenhaus. Und welcher Schaden ist eigentlich an Ihrem Haus entstanden? Ja, zum Glück, da die Feuerwehr rechtzeitig eingegriffen hat, konnte der Brand sich nicht noch weiter ausbreiten. Aber die Vorhänge im Schlafzimmer, die Deckenverkleidung ist verbrannt. Der ganze Zimmer war verrußt. Also wie viel? Die Fenster sind gesprungen. Wie hoch war der Schaden ungefähr? Ja, mit den Ledersesseln, die Antiken, die davor standen, waren Sachschaden von 15.000 Euro. Noch Fragen an den Zeugen? Keine. Keine, danke. Herr Seeloff, dann bitte als nächstes die Frau Pfeiffer. Der Zeuge bleibt als Geschädigter 61-2 STP unbeeidigt. Nehmen Sie Zeugin Pfeiffer, bitte. Frau Pfeiffer, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie sollen ja als Zeugin aussagen. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Selbstverständlich. Ja, Ihr Personal. Zunächst, Sie heißen Lena Pfeiffer, 34 Jahre alt. Sie leben am Saalburger See bei Wollersheim. Richtig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau. Mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert, nein, nehme ich mal an. Das will. Ihren Familienstand habe ich noch vergessen. Ich bin geschieden. Mhm. Frau Pfeiffer, es hat ja letztens mal im Nachbarhaus gebrannt. Hm? Was können Sie uns dazu erzählen? Naja, ich habe den Mario Schöne halt schon mal öfter mit seiner Gespielten das Wochenende im Haus gesehen. Und nicht, dass mich das interessiert, was meine Nachbarn machen, aber... Naja, die kommen sowieso sehr selten. Die sind ja nur einmal im Monat oder so da. Mhm. Und, was waren jetzt an dem Tag genau? Das wollte ich doch wissen. Den Abend war es so, da sind die so gegen 7 gekommen, sind dann wohl ins Haus gegangen und haben gegessen. Und dann habe ich auch erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr mitbekommen. Wie konnten Sie das eigentlich alles so genau sehen? Würde mich interessieren. Na, weil die Fenster halt genau vis-à-vis sind. Mein Küchenfenster ist genau vis-à-vis vom Schlafzimmerfenster. Daher kann ich das. Und da haben Sie nichts anderes zu tun, als die Nachbarn zu beobachten, oder? Wenn ich in der Küche stehe und mich mit meinen Essensvorbereitungen beschäftige, dann bleibt das nun mal nicht aus. In dem Fall können wir auch recht froh sein, dass Sie was beobachten hat. Frau Pfeiffer, was haben Sie noch gesehen? Naja, erst mal eine ganze Weile gar nichts. Und dann, eine kurze Zeit später, dann standen die beiden, naja, Gott bewahre nicht, ob ich daran denke, an diesen Blick, halbnackig im Schlafzimmerfenster. Dann haben sie Gott sei Dank die Gardinen zugezogen. Mhm. Haben Sie später noch mehr gesehen? Ja, eine Weile später, da so 10 Minuten später war es vielleicht, da wurde es ganz hell in dem Raum, als wenn da ganz viele Kerzen brennen würden. Halt. Waren aber dann am Ende ja nicht nur Kerzen, sondern da war es ein bisschen mehr. Wann haben Sie denn bemerkt, dass es da brennt? Naja, ich war halt mit meinem Gemüseauflauf beschäftigt und den habe ich dann in den Ofen geschoben. Und als ich aus dem wieder hochkam, da habe ich im Augenwinkel so lodern gesehen. Und da habe ich gesehen, dass der Vorhang brannte. Und dann habe ich auch sofort die Feuerwehr gerufen. Hat an dem Abend außer der Angeklagten und dem Geschädigten irgendjemand das Haus verlassen oder betreten? Nee. Also das hätte ich mitbekommen. Ich war ja halt in der Küche. Nun hat die Angeklagte ausgesagt, sie habe, noch bevor es zu dem Feuer kam, das Haus verlassen und sei zum Bootshaus gegangen. Und sie sagt weiter, dass in diesem Augenblick keine einzige Kerze gebrannt habe. Was sagen Sie dazu? Naja, ist verständlich, dass sie das sagt. Nee. Also, das hätte ich mitgekriegt. Da hätte sie ja bei mir am Küchenfenster vorbeigemusst. Ist sie auch. Sie ist am Küchenfenster vorbeigekommen. Sie hat gesehen, wie sie sogar Gemüse schnitten. Hm? Ja, woher soll sie das sonst gemacht? Wissen? Ja, weil ich Ihnen gerade gesagt habe, dass die Fenster vis-à-vis sind. Wie ich ins Schlafzimmerfenster gucken kann, kann okay, sie natürlich sie sind auch sich also sicher, dass niemand das Haus betreten oder verlassen sicher, hat, bevor die Kerze brannten. Ja. Das heißt, der Schönherr und seine Freundin waren im Haus zusammen. Ganz genau, da haben so, Sie So, und jetzt kommt die Anschlussfrage. Wissen Sie, was ich da nicht verstehe? Als Sie die Feuerwehr alarmiert haben, erinnern Sie sich noch, was Sie da gesagt haben? Sie sind sich nicht sicher, ob noch Personen im Haus sind. Wie kommt es denn dazu? Das habe ich sicherlich nicht Ach, das so gesagt. Haben Sie nicht Wer gesagt? Weiß, was ja, der Feuerwehrmann da verstanden hat. Hören wir uns das jetzt hier mal an. Hören wir uns wir hören das an. Hier an. Ihre eigenen Worte. Es ist natürlich Ohren auf Tonband, alle Notrufe waren aufgezeichnet. Wir haben hier das Band der Notrufzentrale und das hören wir uns mal an. Nehmen wir auch zu Protokoll. Notrufzentrale am Saalburger See. Hilfe, es brennt, kommen Sie schnell. Waldweg 9 am Saalburger See, mein Name ist Pfeiffer. Befinden sich denn Personen im Haus? Das weiß ich nicht, kommen Sie schnell bitte. Das war schon der ganze Notruf. Hm? Sind Personen im Haus? Ich weiß es nicht. Ist nicht ein bisschen komisch? Hm? Was sagen Sie dazu? Naja, da hatte ich Panik.
Wenn das Nachbarhaus brennt, ist ja nun auch nicht unbedingt eine alltägliche Situation. Das weiß ich jetzt nicht mehr ja, so gut, genau. Aber heute, Monate später. Monate später, da sind Sie sich hundertprozentig sicher, oder? Dass keiner das Haus verlassen hat, ja? Da bin ich mir auch todsicher. Und ich habe dann auch direkt die Frau... Wen? Welche die Frau? Franziska. Ja? Was haben Sie? Die Frau Schönherr angerufen. Die war ja unterwegs auf Handy. Bitte? Was? Moment mal. Woher hatten Sie denn die Handynummer? An diesem besagten Vormittag, da kam eine Frau zu mir und sie sagte, sie hätte ihr Handy verloren. Daraufhin habe ich ihr dann mein Firmenhandy geliehen, weil sie an diesem Tag, unbedingt an diesem Tag, so dringend ein Handy brauchte. Warum haben Sie angerufen? Auf dem Firmenhandy? Woher wusste sie auf die Schnelle die neue Nummer? Sie war halt besorgt und sie hat mir die Nummer direkt mitgeteilt, genau. Weil sie ja wegen der Einbrecher und so Wochenendhaus, das ist ja immer so ein beliebtes Objekt. Und sie hat das Haus ja auch alleine eingerichtet und so wunderschön. Und da würde ich mir ja auch Sorgen machen. Und sie wollte halt, dass ich immer informiert bin. Wieso sollte Ihnen meine Frau ausgerechnet die Firmenhandynummer geben? Genau an diesem Tag. Frau Pfeiffer, es tauchen hier immer mehr Widersprüche auf. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Wollen Sie wirklich, dass eine Unschuldige verurteilt wird und Sie dafür verantwortlich sind? Wollen Sie mit dieser Schuld leben, ja? Bin ich jetzt hier Angeklagte oder ist sie Sie beantworten Angeklagte? Hier meine Fragen und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie unter Wahrheitspflicht stehen. Das kann Ihnen auch noch mal der Staatsanwalt erklären. Ich erkläre Ihnen jetzt mal. Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht. Als Zeugin müssen Sie hier aussagen. Sie dürfen nur auf solche Fragen hier die Antwort verweigern, wo Sie sich vielleicht selbst einer Straftat bezichtigen müssten. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Kann es nicht sein, dass diese Franziska Schönherr eine gute Freundin von Ihnen ist? Mehr als eine Nachbarin? Und dass das hier ein abgekatertes Spiel ist? Zumindest auf den ersten Teil der Frage geben Sie jetzt eine Antwort. Sofort. Kennen Sie Franziska Schönherr besser? Lena, bitte. Und was ist das hier aus dem Publikum da? Also eine Zeugenbeeinflussung aus dem Zuschauerraum, da hört's auf. Ne? Wann beantworten Sie jetzt endlich die Frage? Wenn ich gewusst hätte, was hier auf mich zukommt, hätte ich mich auf das alles gar nicht beantworten eingelassen. Beantworten Sie die, auf was haben Sie sich denn eingelassen? Ja. Naja, was bist du auf so ein Arschloch und betrügst die nach Strich und Faden, dass er irgendwann mal zurückschlägt, ist doch klar. Geben Sie eine Antwort, Frau Pfeiffer. Ich habe ihr halt einen Gefallen getan. Und was für einen Gefallen haben Sie getan? Diese Person da, die Frau Monschau oder wie sie heißt, wie auch immer, halt nur da eingesperrt. Aber das mit den Kerzen, das war ich nicht. Da fragen Sie die Franziska am liebsten mal selber. Was soll heißen, wir fragen am liebsten Franziska selber? Was wissen Sie denn da? Franziska? Fragen Sie sie doch. Das heißt, Sie haben sie ins Bootshaus eingesperrt, ja? Ja, habe ich. Aha. Blöd. Da brauchen Sie gar nicht so pampig sein. Ja? Das klang vorhin ganz anders, was Sie gesagt haben, Frau Pfeiffer. Ich hoffe, da folgt ein Verfahren. Franziska, du? Wie konntest du mir sowas antun? Ich hätte dabei sterben können! Das wäre das Beste, was mir hätte passieren können! Ich habe es satt immer mit deinen Flittchen gehabt. Guck dir mal das Niveau, wo du runtergerutscht bist. Kleiner Ausrutscher. Ich wollte dir einen Denkzettel verpassen, damit du es endlich mal begreifst. Ich bin doch nie von hätte dir ich getrennt. Bloß doch nicht die Feuerwehr alarmiert rechtzeitig. Und im Übrigen sage ich dir eins. Ich habe mich schon für mein Teil entschieden. Ich habe die Scheidung eingereicht. Herr Seenhoff, Sie halten die Dame bitte fest. Frau Schönherr, ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme. Sie haben ja wohl auch nicht die Feuerwehr alarmiert, oder? Ich habe dafür gesorgt, dass sie aber rechtzeitig eintrifft. Da das ich können wir alles morgen beim Ermittlungsgericht erklären. Brauchen wir heute nicht klären. Ne? Herr Staatsanwalt, oder? Gut, gibt es denn noch Fragen hier an die Frau Pfeiffer? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen, dann bleibt sie wegen Verdacht der Tatbeteiligung 60.2 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie da hinten bitte Platz. Noch irgendwelche Beweisanträge, Erklärungen, Feststellungen zu treffen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Ihr Plädoyer bitte. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, die Angeklagte und der Geschädigte haben im wahrsten Sinne mit dem Feuer gespielt. Was wäre ein Spiel ohne Spielverderber? Diese Rolle haben Frau Schönherr und Frau Pfeiffer übernommen. Und was wäre ein Strafverfahren ohne Angeklagte? Auch diese Rolle werden die beiden demnächst übernehmen. Ich beantrage selbstverständlich Freispruch. Dankeschön. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich schließe mich Ihren Ausführungen an und habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dankeschön. Dank. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, wie ich bereits gesagt habe, ich bin unschuldig und ich bin einfach nur froh, dass diese Lüge zutage gekommen ist. Dann unterbreche ich kurz bis zur Urteilsverkündung. Sehen Sie gleich das Urteil und danach... Die Leute auf der Straße denken, ich hätte diese Bank überfallen. Dabei war ich es nicht, ich bin in meinem Bett gelegen. Er kam auf mich zu und stand vor mir und ich habe direkt in seine Augen geschaut. Erkennt man den Täter? Kann man irgendetwas erkennen? Ich musste ihn noch einmal aufschlagen, um lesen zu können, was da drauf stand. Geld her, ich habe eine Bombe, ich hatte so eine Angst. Ich habe diese Person noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Du bist so ein Schwein, ich bin in psychiatrischer Behandlung. Was weiß ich, wo mein Bruder sich rumtreibt? Ich bin doch nicht sein Kindermädchen.
wird ihm halt keinen Banküberfall zutrauen. Seit unsere Eltern beim Autofahren ins Leben gekommen sind, behandle ich dich wie ein Vater seinen Sohn. Ich kümmere mich doch nicht. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Livia Monschau wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und den notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie Platz. Es hat sich erwiesen, dass Sie tatsächlich die Wahrheit gesagt haben und keine Kerzen aufgestellt haben, sondern im Bootshaus eingesperrt waren. Deswegen war natürlich der Brand für Sie nicht vermeidbar. Sie sind nicht dafür verantwortlich und sind deshalb freizusprechen. Dass sich mit Frau Schönherr und auch mit Frau Pfeiffer, der Herr Staatsanwalt, noch beschäftigen wird, das hat er hier ja schon eindrucksvoll gezeigt. Nur mal so am Rande, für besonders schwere Brandstiftung gibt es einen Strafrahmen von 5 Jahren bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, also 5 Jahre Mindeststrafe. Ja, das war es eigentlich, was hier zu sagen wäre. Allerdings, Frau Monschau, wenn er dich verheiratete Männer zu sehr fesselt, der braucht sich nicht wundern, wenn irgendwann dem jemand den Riegel vorschiebt. Und so ein verheirateter Mann braucht sich dann auch nicht wundern, wenn irgendwann Feuer unter dem ehelichen Dach ist. Sitzung ist geschlossen.